Der Herr Walter ist seit 25 Jahren unser Gewährsmann. Der Herr Walter sorgt einfach dafür, dass wir als Katz immer genügend gutes Mehl haben, genügend gutes Dinkelmehl und vor allem die Verlässlichkeit. Ich meine, seit 25 Jahren schaffen wir zusammen. Wir haben, glaube ich, noch nie einen Vertrag gemacht oder irgendwas miteinander. Wir schaffen zusammen voll Vertrauen, dass das Mehl, das wir bekommen und das Korn, das wir bekommen, absolut beste Qualität, absolut Urdinkel und Urkorn ist. Die Besonderheit bei uns beim Hohenloher Höfeanbau ist ja unser Ackerrandstreifen oder Blütenstreifen. Zum einen soll er eine Differenzierung darstellen gegenüber anders bewirtschafteten Grundstücken. Und das Wesentliche und das Wichtigste, ich biete hier wieder Nützlingen einen Lebensraum und eine Nahrungsquelle. Und diese Nützlinge, Bienen, Marienkäfer, Schwebfliegen, Hummeln, besorgen quasi als Gegenleistung dann die Regulierung der Schädlinge bei uns im Getreidebestand. Wir kriegen ja von unseren Kunden sehr viele Rückmeldungen, die einfach sagen, sie haben eine Unverträglichkeit und jetzt freuen sie sich, dass sie wieder Brot essen können, weil sie mit unserem Dinkelbrot sind sie absolut auf der sicheren Seite. Die Besonderheit vom Dinkel, die ist ja einfach darin zu sehen, dass der Dinkel ein Spelzgetreide ist. Die Körner stecken ja in diesem Spreuer drin. Aber durch diesen Panzer, durch diesen Spreuer, ist ja dieses Korn innen drin auch sehr, sehr gut geschützt. Mhm. Geschützt auch gegen allgemeine Umweltkontamination, gegen saure Regen, gegen alles. Aber die einzelne Pflanze hat mehr Platz, sich zu entwickeln. Hier konzentriert sich dann auch die Kraft der Sonne auf das einzelne Korn. Da hat es ja Marienkäfer sogar dazwischen drin, sehe ich da. Viele Beikräuter sind ja Pflanzen, die von Nützlingen angenommen werden. Und der Marienkäfer frisst zum Beispiel die Blattlaus. Ah, sehr gut. Ja, also hier können sich Krankheiten gar nicht aufschaukeln, weil immer wieder eine andere Kulturpflanze auf dem Feld steht. Einfach wichtig, nicht viel und billig zu produzieren, sondern Qualität in der Verbindung mit dem Schutz unserer wichtigen Ressourcen Boden, Wasser und Luft.